das 18. Türchen des Adventskalenders. Und heute ist der 4. Advent, das heißt, es gibt wieder eine Animex-Geschichte. Diesmal geht es um einen User, der schreibt recht selten Weblog-Einträge ab und an mal. Und manchmal schreibt er so über Aussagen, die Kinder tätigen. Und da habe ich einen Weblog. Und zwar ist eine Aussage: Weißt du, manche Menschen sind dick und manche nicht. Du bist nicht dick. Naja, dein Bauch ist schon ganz schön dick, aber sonst bist du nicht dick. Und darauf schrieb er noch, ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Auf diesem Beitrag hatte ich dann was geschrieben. Im Klartext ist die Bedeutung, du bist fett. Nur natürlich von einem Kind formuliert, damit es nicht den Hintern versohlt bekommt. Und meine Güte, haben sich die User darüber aufgeregt. Wobei, was heißt die User darüber aufgeregt? Genau genommen haben sich zwei User darüber aufgeregt, weil Animex halt halb tot ist. Und einen Kommentar habe ich mir hier auch nochmal rausgesucht. Und zwar vor einem anderen User, der jetzt auf meinen Kommentar geantwortet hat. Ich habe deinen Kommentar gerade im Helpdesk aufgrund der Beleidigung eines anderen Mitglieds, Fettshaming und Verharmlosung von Gewalt an Kindern gemeldet. Ich hoffe, du siehst diesen Fehltritt ein, löschst diesen Kommentar und entschuldigst dich. So, und ich habe daraufhin diesen User gemeldet wegen Unterstellung von Sachen, die nicht stimmen, weil A, ich habe den User nicht beleidigt, denn dieser User hat es nie auf sich bezogen, also dieser Weblog-Eintrag, es ging überhaupt nicht raus hervor, dass es um diesen User ging, dass ein Kind das zu ihm gesagt hat, das wurde überhaupt nicht erwähnt, in keinster Art und Weise. Es ging also halt um eine imaginäre Person. Wenn diese imaginäre Person, wenn das vom Weblog-Autor sich selbst da drin dann natürlich sieht oder sich selbst damit meint, ja, dann muss es halt kennzeichnen. So ist es halt nur eine imaginäre Person und eine imaginäre Aussage. Also habe ich diese Userin, die mich dann gemeldet hat, und das war nicht der Weblog-Autor, der hat sich später mal zu Wort gemeldet. Also kommen wir noch. Jedenfalls habe ich darauf hingewiesen, diese Userin dann gemeldet, ebenfalls am Helpdesk. Und der Helpdesk bei Animex, das ist sowas, ja, daran kann man sich wenden, und wenn es irgendwelche Probleme mit Usern gibt. Jedenfalls, ja, wie ging das Ganze aus? Ich habe auch eine Antwort vom Helpdesk bekommen und der hat gesagt, ja, er sieht in meinem Kommentar kein Problem, ich habe gegen keine Regel verstoßen, und damit war die Sache dann auch gegessen. Also der Helpdesk, da hat er wohl kurz rüber geschaut, hat sich meine Beschwerde angeschaut, hat sich ihre Beschwerde angeschaut, und gut war, niemand hat gegen irgendwelche Regeln verstoßen. Und ja, damit war es auch. Dann hat noch ein anderer User was geschrieben, dass das von mir wirklich nicht sehr nett war. Das war übrigens der User, der irgendjemand würgen wollte, was wir in der letzten Geschichte hatten. Und ja, und hat sich auch noch der Weblog-Autor selbst zu Wort gemeldet und kam mit der so einer tragischen Geschichte an, wo ich mir auch gedacht habe, ja gut, dann kennzeichnet das sich selbst, einträgst, also schreib es dann so, denn so ist es nicht ersichtlich. Was halt, ja, ist halt typisch Animex und typischer, der Großteil der typischen Animex-User. Und damit ging das aus. Der Kommentar steht übrigens immer noch da. Ich habe mich dann auch auf die Diskussion überhaupt nicht mehr gemeldet. Also ich hatte meinen Kommentar geschrieben, da haben sich die zwei User beschwert. Ein paar Tage später hat dann der Weblog-Autor was dazu geschrieben und ich habe nie auf irgendwas von denen reagiert. Das Einzige, was ich halt gemacht habe, war, diesen einen User zu melden wegen Unterstellung, und das war's dann auch. Also wie gesagt, der Kommentar wurde nie bearbeitet. Ich habe aber auch nie mit denen weiter diskutiert. Und ja, seitdem ist aber auch nichts mehr da. Hatte jetzt extra vor dem Video mal geschaut, ob noch weitere Kommentare gekommen sind, weil der Blog-Eintrag war schon ziemlich alt. Also, der war, von wann war der? Der war, ich glaube, so aus dem Mai oder so. Ja, dann war das so eine Woche. Aktiv kann man nicht sagen, dass der hat, glaube ich, 8 Kommentare. Und davon sind 3 oder 4 Stück Kommentare, die darum gehen, dass man Kommentare bearbeiten kann. Bei einem User, der war ganz überrascht, dass das geht. Und dann wurde sie tatsächlich über die technischen Funktionen von Animex unterhalten. Und der Rest war da halt, die sich da über meinen Kommentar aufgeregt haben. Aber ich bin da nie drauf eingegangen. Ich habe auch mit dem User nie irgendwie, die nie angeschrieben, der mich da gemeldet hatte. Ich habe es einfach im Helpdesk gemeldet. Der hatte mir dann auch geantwortet. Und gut war, also da war auch dann
alles in Ordnung. Und ja, wieder nicht wieder auf irgendwas, auf diese Kommentare eingegangen. Aber ja, das war tatsächlich mal was. Und ja, das war damit dann auch die letzte Animex-Geschichte für dieses Jahr. Und ja, wie gesagt, an meinem Adventssonntag. Und viele Türchen kommen ja jetzt auch nicht mehr. Ihr wisst ja, das 24. Türchen, das ist ja dann kein reguläres Türchen. Das wird dann halt immer eine Review oder so werden. Und ja, dann sage ich mal, sehen wir uns beim nächsten Türchen wieder. Bis dann!